Ich habe einen Mystery-Trailer-Track geschrieben. Im letzten Part ging es um Piano und Percussion. Und heute geht es um das Holz und die Streicher. Aber erstmal hören wir das Ganze nochmal rein. Eine oft unterschätzte Instrumentengruppe sind die Holzbläser und gerade bei Mystery und Suspense wirken die wunderbar. Wir fangen an mit den Hollywood Winds. Die machen nämlich ganz am Anfang dieses chaotische Durcheinander. Und das ist ein einziges Patch aus den Hollywood Winds von Cinesamples. Dann haben wir die Melodie, die wird hier von der Klarinette gespielt, beziehungsweise von zwei Klarinetten. Das kommt aus Orchestral Tools von den Berlin Winds. Und was ich hier liebe, dass ich wirklich Zugriff habe auf die Einzelelemente. Also ich habe wirklich die erste Klarinette, die zweite Klarinette, dann haben wir das Fagott und so weiter. Und ich kann mir die Ensembles selber bauen. Früher fand ich das zuerst ziemlich bescheuert, als ich nicht genau wusste, welchen Vorteil es hat. Jetzt feiere ich das ab. Die tiefen Holzbläser kommen aus Spitfire Audios Albion 3 Iceni. Die spielen hier Oktaven und ich liebe diesen fetten Sound aus Fagott und Kontrafagott. Dann haben wir auch noch das Staccato, was damit gespielt wird. Also das ist wirklich unglaublich fett. Wir haben noch einen Suspense-Sound auch mit den Holzbläsern. Und das waren auch schon die Holzbläser. Nicht viele, aber dafür sehr effizient. Auf geht's zu den Streichern. Den Anfang macht ein Sound aus der Spitfire Audio Library Evo Grid. Der ist auch schon ein bisschen bearbeitet worden. Da haben wir in den Patches verschiedene Varianten, teilweise time gestretched und noch auf andere Arten bearbeitet. Das ist jetzt Evo Grid 2 und so klingt das im Original. Fand ich ein bisschen statisch und deswegen ist noch der Penman von Soundtoys draufgekommen. Die Melodie wurde bis jetzt von den Klarinetten und dem gepfiffenen Chor gespielt. Jetzt kommt noch das Cello von den LA Scoring Strings dazu. Und dann kommt auch noch die zweite Geige dazu. Ich lasse die mal zum Cello dazulaufen, die setzt nämlich etwas später ein.
Der tiefe Ton, der kommt eigentlich auch von der zweiten Geige, allerdings wird dann im Tremolo gespielt. Und wir haben noch etwas, jetzt kommt nämlich die Bratsche dazu. Die Bratsche spielt ein Spiccato und das die ganze Zeit nur auf dem G. Und der tiefe Ton, der kommt jetzt noch von den Streichern dazu. Also klar, wir sind ja in den Streichern. Das sind die Low Tremolos von Arc 1 oktaviert. Also wir sparen uns die besser aus. Die kommen erst ganz am Schluss rein. Im Übergang haben wir insgesamt 5 verschiedene Stringspuren. Wir fangen wieder mit Evogood an. Und das Ganze, das habe ich automatisiert, nämlich in einem Vibrato. Hier habe ich jetzt das Vibrato genommen von Mellor Productions. Da kann man aber jedes andere Vibrato nehmen. Und am Anfang ist das noch gar nicht so stark. Und ich habe die Lautstärke automatisiert. Ich habe aber auch die Stärke des Vibratos automatisiert. Und dazu gehören einmal die Geschwindigkeit, aber auch wie stark das Ganze sich auf den Ton auswirkt. So ein Vibrato, das kann auch gut sein, um so einen Retro-Effekt zu erzeugen, oder man hätte es die ganze Zeit laufen lassen können, damit das schon so ein bisschen spooky Charme hat. Und hier habe ich das einfach immer noch stärker reingefahren, damit wir noch stärker die Dramaturgie anziehen. Dann haben wir einen weiteren Effekt. Da sind auch ein paar Plugins drauf und wir hören das Ganze mal ohne Plugins an. Als erstes kommt der Soundshifter von Soundtoys drauf und zieht das Ganze eine Oktave nach oben. Manchmal mache ich das auch lieber hier direkt in den Einstellungen von dem Clip. Den habe ich aber schon eins nach oben transponiert. Aber damit du mal den Unterschied hörst, mache ich das Ganze jetzt mal mit den Einstellungen jetzt in Cubase beziehungsweise hier nur Endo und ziehe das Ganze jetzt mal 13 Halbtöne nach oben, also eine Oktave und noch einen drauf. Dann kommt als nächstes der Decapitator wieder von Soundtoys für ein bisschen Schmutz. Dann ein bisschen Tremolo. In dem Fall auch mal wieder von Mellor Production. Und da könnte man auch ein Tremolo nehmen von Steinberg oder von Soundtoys, was ich auch immer gerne nehme. Dann haben wir noch einen Autopen. Und zum Schluss noch der Fabfilter Equalizer der ProQ 2, weil mir da untenrum einfach viel zu viel los gewesen ist. Dann haben wir String Effects, auf denen kein einziger Effekt ist. Noch ein paar Krizzelstreicher. Und ein Glissando. Jetzt kommen wir zum Hauptpart. Also was ziemlich lustig ist, dass der Run, den ich mit dem Cello gespielt habe, alleine gar nicht mal so geil klingt.
Der kommt aus den Orchestral String Runs von Orchestral Tools. Das war einer der ersten Libraries, wenn nicht sogar die erste Library. Und im Kontext klingt das Ganze dann aber wieder ziemlich gut. Die Cluster-Sounds kommen aus Project Sam's Symphobia. Ich weiß jetzt nicht, ob 1 oder 2. Und das Lustige ist, eigentlich würde es schon reichen, wenn ich nur eine Taste drücke. Du kannst hier aber sehen, dass ich mehrere Tasten gedrückt habe, 4, teilweise 5. Und die sind auch nicht immer gleichzeitig, sondern leicht versetzt, sodass diese Cluster kurz nacheinander kommen. Und das hat diesen Effekt, als ob die Geigen wirklich über die Saiten gehen würden. So, tschum, tschum. Die Bässe kommen aus Metropolis Arc 1 aus Orchestral Tools und spielen am Anfang noch gar nicht so viel. Und erst am Schluss kommt noch ein bisschen mehr dazu. Dann kommt der Motor von den Celli, das sind Spiccato von LS Scoring Strings. Und wenn du dich jetzt fragst, wieso machen die da Pause? Es wäre doch geil, wenn es durchgeht, weil wir oben noch die Runs haben. Und dieses treibende, das wird immer mehr aufgebaut durch die Streicher. Da baut sich so eine Art kleines Cluster auf. Es fängt mit den Celli an, dann kommen die Bratschen dazu. Dann haben wir die zweite und die erste Geige, die noch dazukommen. Ich lasse jetzt mal nur das Cello ablaufen und dann die Bratsche dazu. Und das war, was wir am Schluss gehört haben, das war auch noch die Bratsche, dann eben eine Oktave höher. Jetzt haben wir noch die zweite Geige, die dazukommt. Die kommen aus Cinematic Strings 2, also nicht Cinematic Studio Strings. Und das Ganze aber nochmal gedoppelt mit den Cinematic Studio Strings. Mal mit der Bratsche zusammen. Fängt schon an, sich so ein bisschen zu beißen. Und dann haben wir noch die erste Geige. Die kommt von den Cinematic Strings 2 und LA Scoring Strings, das Spiccato. Das ist einfach richtig schön kräftig. Und mal die ganzen Streicher von hier. Dann gibt es noch einen schönen Scratch-Effekt mit der zweiten Geige. Im zweiten Teil bewegen sich Cluster und Basstöne aber. Das Cluster geht ein bisschen weiter nach oben und die Basstöne nach unten. Wir haben hier also eine Gegenbewegung. Nur für den Ausklang nehme ich mir das Tremolo von den Cinematic Strings 2. Dazu kommt auch noch von der zweiten Geige das Legato von den Soaring Strings. Die haben einfach unglaublich viel Energie. Dann haben wir von den LX Soaring Strings nochmal die Bratsche im Tremolo. Nur die Bässe aus Metropolis Arc 1 spielen kein Tremolo. Dann hören wir nochmal komplett in die Streicher allein rein.
Hören wir doch mal rein, wie das klingt, wenn die Melodie von den Klarinetten, dem Pfeifenchor und dem Cello gleichzeitig gespielt wird. Das war der dritte Teil und im vierten Teil geht es um die Blechbläser, Effekts und Synthesizer. Wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich natürlich wahnsinnig über einen Daumen nach oben. Und wenn du weitere Fragen oder Anregungen hast, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar. Du hast Lust, in genau dieses Projekt mal genauer einzutauchen und dir alle Details anzusehen? Dann kannst du dir dieses Projekt in meinem Onlineshop holen. Da bekommst du das ganze Nuendo-Projekt. Wenn du Cubase hast, auch gut, denn Cubase kann auch NPR-Dateien, also Nuendo-Dateien, reinladen. Und wenn du eine andere DAW hast, dann kannst du einfach das mitgelieferte MIDI-File nehmen. Bitte habt Verständnis dafür, dass die ganzen Audio-Files, die ich benutzt hatte und von Drittanbietern sind, natürlich nicht mitgeliefert werden können und dürfen. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao!